Wir haben mit dem ZSC dürfen gönnen. Gönnen Sie mit uns. CA Media, Ihr Partner für WebTV, Imagevideos und Eventreportagen. www.camedia.ch. Hallo miteinander, kommen wir mal rein und schauen, wo ich wohne. Da haben wir auch noch Erinnerungen natürlich, wenn wir da ein bisschen rumschauen. Ein glatter Artikel war im Tagesanzeiger. Hier war ich mal Speaker am Silvesterlauf in Dietikon, respektive am Neujahrslauf mit dem Peter Gschwend. Zweifacher Sieger am Alpinmarathon in Davos. Langläufer gsi, auch heute noch dabei. Oben ist der Junior, ja. Wir beide noch ein bisschen jünger. Und dann ein paar Haare mehr auf dem Kopf. Es ist jetzt 12:30 Uhr. Ich lege meine Jacke an und dann ist das Motto: Auf geht's ins Hallenstadion. Da sind ja einiges organisiert und Appetit habe ich auch. Es gibt ja zuerst das Essen im Frontline. Nein, das ist nicht. Fotos, die ich unterschrieben habe. Aha, siehst du, bei uns hat alles, ist alles organisiert. Die Frau hat alles im Griff. Und ich, weil etwa die etwas chaotisch bin, habe nicht immer alles so gerade am richtigen Ort. Aber sie findet es immer und schon hat sie es auch wieder gefunden. Und jetzt gehen wir aufs Tram mit dem 14er, nicht auf Seebach, aber bis Oerlikon. Hallenstadion. Dort müssen wir noch umsteigen. Danke. Entschuldigung, dass ich nicht geil anhabe. Aha. Ich habe keine geilen Pullover. Ja, wenn du angekündigt hättest, hättest du keinen können verlehnen bei mir. Das ist noch gäbig, das ist eine Station und da können wir wieder aussteigen. Ja. Hallenstadion. Hallenstadion, da müssen wir raus. Ja. Da bin ich natürlich oft im Sommer auf der offenen Rennbahn und im Winter vom Herbst bis im Frühling im Hallenstadion. Jetzt sind wir hier beim Hallenstadion. Das nimmt mich zu Wunder, was da alles passiert. Da sehe ich ja schon einige Kollegen. Guido Tognoli, Hansi Schmid, Roland Scheibli, der gleich heißt wie ich. Der Kruppi, alter Bekannter aus der Branche, Werner Schweizer. Und der Fritz Eichenberger, 20 Jahre Finanzvorstand beim ZSC. Wir hätten nie Gas gezahlt. Dankeschön vielmals. Dass du Hockey spielen konntest, weiss ich. Aber du kannst singen, ist neu. Alles Gute, Walti. Jawohl. Ich bin ja 87 auf Zürich gekommen. Und dort hat Walti ja schon, glaube ich, einige Jahre schon auf dem Buckel als Moderator. Und klar, ich natürlich mit dem Walti nicht gerade jeden Match, aber sehr viele Matches natürlich haben wir dort das ein oder andere Interview dürfen miteinander führen. Und ja, es war immer sehr eine schöne und spannende Zeit gewesen. Und man ist immer sehr gerne zum Walti gegangen, ein Interview geben, auch wenn man verloren hat. Es war ja die Zeit gewesen, wo man ja noch ein bisschen mehr verloren hat als heute. Jetzt sind wir hier im Frontland beim Aperitif, nachher gibt es noch das Mittagessen. Aber ich sage schon jetzt mal zum Wohl und hopp, ZSC. Ja, ich glaube, sein Auftritt, sein erster Auftritt dann auch beim Radio 24 ist ganz klar ein Markenzeichen geworden.
Das ZSC 5 und Bern 2, das ist einfach in die Geschichte gegangen. Er hat zwar gesagt, das habe er nicht erfunden, habe das im Ausland gehört, aber in der Schweiz hat das natürlich zelebriert. Und ich finde es auch unglaublich, dass man eben einen Reporter hat können dazu bringen, am Äther etwas zu erzählen, wo parteiisch ist. Er war ein parteiischer Reporter gewesen. Und immer noch natürlich. Nervosität, bei mir selber auch. Ich bin nervös wie ein Konfirmand. Der Goal ist aus dem Tisch und jetzt kommt doch tatsächlich noch der Ausgleich. 2 Minusekunden vor einem Mann. Ein Match nur für starke Nerven. Ich habe jetzt noch die Schweiz auf den Stirn. Ich für mich muss sagen, ich würde am liebsten auf einen Sauden vorreiten. So ärgern tue ich mich in dem Moment. Ich bin sehr zufrieden, hier zu sein mit dem alten Club von ZSC und sicher mit Walter Scheibli. Walter Scheibli ist für mich eine große Persönlichkeit, nicht nur von ZSC, aber der ganzen Schweiz. Aber für mich, meine Erinnerung von Walter ist immer positiv. Und meine Erinnerung von Walter ist, ich habe vielleicht nie mit Leuten mit so viel Leidenschaft für Sport und Gemeinschaft, aber sicher für die Zeit. Es war sicher eine schöne Erinnerung, dass diese Zeit, dass wir haben zusammen gehabt. Er ist eigentlich die Stimme vom ZSC jahrelang gewesen. Er macht das seit 30 Jahren und das ist eine markante, unverwechselbare Stimme, wo man natürlich, wenn man sie hört im Radio, weiß man gerade, der Walter Scheibli ist am Mikrofon. Der ZSC gewaltig unter Druck, verteidigt sich mit einem neuen Herz. Hockey, Tür, Hockey. Jetzt haben wir uns ja gut unterhalten, haben uns kulinarisch verwöhnen lassen. Und jetzt gehen wir dort hin, wo wir noch hören, nämlich durch und schauen den tollen Match. Hoffentlich wird er so. Luft holen und alle zusammen Happy Birthday! Musst du Spiel im Radio 24 kommentieren vom ZSC und von der ZSC Lions. Du bist die markante und unverwechselbare Stimme von unserer Organisation seit vielen Jahren. Bald zu Ehren von dir, zu deinem heutigen 80. Geburtstag, werden wir dir ein ganz spezielles Geschenk überreichen. Ein Liebli, eben von 1982 signiert, von allen Spielern von unserer Mannschaft. Walti, ganz herzliche Gratulation. Wir wünschen dir alles Gute, gute Gesundheit zum 80. Geburtstag. Wir hoffen dich noch ganz viel zu hören im Radio 24. Happy Birthday, Walti Scheibli! Er ist einfach eine prägende Figur und wir haben alle eigentlich bis zu der Jugendretour haben wir eigentlich geglaubt vom Walti in seinen Kommentaren als Fan, ist klar, wir haben immer gewartet am Radio und dass er jetzt die Ehrung überkommt, ist nichts anderes als für ihn. Das, was mir hängen geblieben ist, wenn so Anfang der 90er Jahre frisch auf Zürich kommst und dann reden alle vom Walter Scheibli und du hast keine Ahnung, wer das ist und fragst dich so, was läuft da? Wer ist das? Wieso reden die alle von dem? Und dann kommt zuerst ein Interview mit ihm. Spätestens nach dem Interview habe ich auch gewusst, wieso das so ist. Ja, die Anekdote, die weiss ich aber auch erst heute Nachmittag am Mittagessen, wo der Walter ein bisschen erzählt hat, von früher her, noch vom Dolder, wo das Hallenstadion noch nicht da war. Im Dolder die grossen Meisterschaftsspiele gewesen sind. Und er rechtzeitig gegangen ist, dass er einen guten Stehplatz bekommen hat, teilweise gefroren hat, eine Wollendecke mitgenommen hat, damit er dort, weil er hat länger müssen warten als die anderen, damit er nicht gefroren hat, bis der Match angefangen hat.
der Scheibli ist einfach eine Legende, wenn man den Radio 24 immer gehört hat. Und kann man ihn nicht vergessen bei einem ZSC-Match. Ja, das ist super. 80, das wird man nicht immer. Und da möchte ich mir recht herzlich gratulieren für das. Er macht das immer perfekt. Seine Stimme, die kennt man einfach. Ich glaube, in allen Orten, nicht nur in Zürich. Seine Art macht ihn aus. Seine Freundlichkeit macht ihn aus. Einfach, ja. Walter Scheibli halt. Ja, was wollt ihr? Ein Unterschrift. Ja, habt ihr einen Filzstift? Nein. Ja, da können wir nichts machen. Wir müssen natürlich einen Filzstift mitbringen. Gar nicht. Den habe ich nicht selber. Gell? Oh je. Eine Karte. Warte mal, ja. Hast du eine Karte da? Hast du noch eine? Dann kannst du es abgeben, oben. Wenn es klar ist, brauche ich einen Unterschrift. Ja, in der Regel nicht. Schau, ist es gegangen. Mirto hat top Kugelschreiber. Ein toller Nachmittag war. Wunderbares Mittagessen mit vielen alten Kollegen von früher, aus früheren Zeiten, mit dem Herrn Schmeier, der alles organisiert hat. Und dann einen guten Match gesehen. Und der ZSC hat gewonnen. Dankeschön, vielmals. Wir haben mit dem ZSC dürfen gönnen. Gönnen Sie mit uns. CA Media, Ihr Partner für WebTV, Imagevideos und Eventreportagen. www.camedia.ch